сегодня с праздником. Und ich gratuliere euch alle zu einem Fest. Слава Богу. Zum Erntedankfest. Gott sei Dank. Что мы все здоровы. Dass wir alle gesund sind. Что мы здесь сидим. Dass wir hier sitzen können. Радостные. Dass wir uns freuen können, dass wir versorgt sind. Und diese Liste können wir bis zum Abend fortführen. Скажи, слава Богу. Sag einfach Danke Gott за все. Für alles. Okay. У Чарльза Свиндала. Ein was? У Чарльза Свиндала. Also, der Herr Charles Swindoll. Это признанный во всем мире евангелист. Das ist ein begnadeter Evangelist, der in der ganzen Welt bekannt ist. У него есть такая цитата, она мне очень понравилась. Er hat so ein Zitat, die mir sehr gefiel. Жизнь – это 10% того, что с вами происходит. Das Leben ist 10% davon, was mit euch passiert. И 90% вашего отношения к нему. Und 90% welche Haltung ihr dazu habt. Мы это немножко так запомним, ладно? Lass uns das mal merken. И вот, как говорим, у нас сегодня праздник. Und so wie wir heute ein Fest haben, Erntedankfest, das ist der Tag der Dankbarkeit. Und natürlich wollen wir heute über die Dankbarkeit sprechen. Wir wollen heute über die dankbaren und undankbaren Menschen reden und was mit ihnen so geschieht. Und mein Thema heißt heute auch Glücklichen sind die Dankbaren. Und wir beginnen gleich mit einer Bibelstelle. 1. Thessalonicher 5 und die Verse 16 bis 18. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten, dank Gott, ganz gleich wie euch eure Lebensumstände auch sein mögen. So ist das der Wille Gottes. Одно от другого неотделимо. Das eine ist vom anderen untrennbar. Благодарность. Die Dankbarkeit. Значит, радуешься. Dann bedeutet das, dass du dich freust. Значит, благодаришь Бога. Dann bedeutet das, dass du Gott dankbar bist. Да, желание, возникает желание общаться с ним. Ja, du bekommst auch diesen Wunsch, mit ihm sich zu unterhalten. Славить его. Ihn zu preisen. И мы действительно, мы поем Богу. Und tatsächlich singen wir zu Gott. Es gibt niemanden, der dir würdig ist, der dir ähnlich ist. Du bist groß. Du bist groß. Да, ты великий. Du bist groß. Мы прославляем тебя. Wir preisen dich. Благодарим тебя. Wir danken dir. И мы действительно благодарны Господу. Und wir sind tatsächlich auch dankbar dem Herrn. За все, что он дает в этой жизни. Für alles, was so in unserem Leben so за gibt. То, что он нас спас. Dafür, dass uns gerettet за hat. То, что он есть у нас. Dass wir ihn haben. Да? И когда у нас какая-то проблема, und wenn wir ein Problem bekommen, что мы делаем? Was machen wir normalerweise? Мы бежим к Богу. Wir rennen zu Gott. И мы знаем, что мы всегда будем услышаны. Und wir wissen, dass uns immer hört. Да, и знаете, это такая сильная штука. Wisst ihr, das ist eine sehr starke Sache. Когда ты знаешь, что Бог на твоей стороне. Wenn du dir bewusst bist, dass Gott an deiner Seite что ist. Бог за тебя, а не против тебя. Dass Gott für dich ist und nicht gegen dich ist. Когда ты знаешь, что у тебя есть тот. Dass du weißt, dass du denjenigen an deiner Seite который hast. Тебя любит. Der dich liebt. Который тебя защитит. Der dich immer beschützt. Который тебя всегда слышит. Der immer dir zuhört. Который обладает безграничными возможностями, der grenzenlose Möglichkeiten in sich hat. Und er hat in sich die ganze Kraft und auch die Macht. Наш Бог, добрый Бог. Unser Gott ist ein gütiger Давайте Gott. Lass uns ihn nochmal in preisen. Наш Бог, добрый Бог. Unser Gott ist ein gütiger это Gott. Наш Бог. Das ist unser скажи, Gott. Это мой Бог. Sag mit mir, es ist mein это Gott. Мой Бог. Das ist mein Gott. Это мой Бог. Das ist mein Gott. Okay. Okay. Но почему же тогда так бывает? Aber wieso passiert dann so, мы его дети, dass wir als seine Kinder нередко бываем такие, как бы, чувствуем себя такими несчастными. Nicht selten fühlen wir uns so unglücklich als seine Kinder. Да, вот как-то жалуемся, ропщим. Irgendwie beklagen wir uns, wir murren, nörgeln. Так получается, что ну, как бы воскресенье закончилось, да? Wisst ihr, es passiert so, der Sonntag ist vorbei. И мы так образ счастливого христианина сняли. Und wir tun diesen Bild des glücklichen Christen ablegen. Повесить so. Так в шкафчик, как пиджачок, да? Und hängen das in einen Schrank wie ein Sakko.
rein, ab. Одели. Und haben eine andere Maske angezogen. Und sind in der Hektik des Alltages verfangen. Sind so gequält. Probleme und sind unzufrieden, unglücklich. Erkennt ihr jemanden darin? Да, вот одному работа поперёк горла встала. Der eine ist, hat genug von seiner Arbeit. Другому жена. Dem anderen ist die Frau zuwider. Третий жалуется, дети, работа, правительство. Der dritte beklagt sich über die Regierung, über die Kinder und über sonst etwas. Соседи, собаки, там, ну всё что угодно. Über die Hunde, über die Nachbarn, alles Mögliche. Ну, не все, конечно, так. Natürlich nicht alle so. Ну, многие, правда? Aber viele, nicht wahr? Знаете, у нас был сосед. Wisst ihr, wir hatten einen Nachbarn. От него жена ушла только потому, что он был таким ворчливым. Seine Ehefrau hat ihn nur aus dem Grund verlassen, weil so ein Nörgler war. Это действительно невозможно было выдержать. Es war tatsächlich nicht möglich, das Ganze auszuhalten. Он постоянно ругал всех и вся. Er hat die ganze Zeit und ständig alle geschimpft. Все козлы. Alle waren Deppen. Все неудачники. Alle Loser. Особенно правительство. Besonders die Regierung. Знаете, ну как-то не очень приятно было общаться с этим человеком. Wisst ihr, es war nicht so angenehm, mit so einem Menschen zu tun zu haben. А вы знаете, что быть неблагодарным это даже не безопасно. Wisst ihr, dass die Undankbarkeit gefährlich ist? Вот как-то неблагодарному человеку постоянно не везет по жизни. Wisst ihr, ein undankbarer Mensch hat im Leben ständig Pech. Вот как будто действительно вот все негативное, вот такое какое-то неприятное притягивается к нему. Also alles das Unangenehme, alles das Negative eher sich so an sich anzieht. У него действительно полно неудач и каких-то проблем в жизни. Und tatsächlich hat ist sein Leben voller Pech und irgendwelche Probleme. Да, и кстати, вот это явление. Und übrigens diese Erscheinung. Оно было давно уже замечено, изучено. Das wurde schon längst bemerkt und auch erforscht. И знаете, вот так на самом деле получается как-то. Und tatsächlich passiert es in Wirklichkeit so, обстоятельства жизни обращаются против такого человека, dass die Umstände des Lebens sich gegen so einen Menschen wenden können. И неблагодарный, ропщущий человек, und ein undankbarer, nörgelnder Mensch, он как будто не знает, как правильно воспользоваться тем, что он получил. Er hat aus irgendeinem Grund keine Ahnung, das richtig zu gebrauchen, was er so bekommen hat. В результате получается, что он теряет даже то мало, то, что он имеет. Und im Result, als Ergebnis verliert er sogar das Wenige, was er vorher bekommen hat. Два бизнесмена, партнеры. Zwei Geschäftspartner. Они собрались ехать в другой город. Die haben beschlossen, in eine andere Stadt zu fahren, um dort einen sehr guten Vertrag zu schließen. Für sie war das sehr, sehr wichtig. Er sollte gutes Geld bringen. Und ihr Geschäftsniveau hätte sich dann praktisch gebessert dadurch. Und wo sie dann auf dem Weg zum Flughafen waren, kam es zu einem Unfall. Sie kamen in Krankenhaus. Selbstverständlich kamen sie zu spät zu ihrem Flug. Die ganze Abmachung und der Vertrag natürlich haben nicht stattgefunden. Danach haben sie erfahren, dass das Flugzeug später abgestürzt ist und alle, die an Bord waren, sind umgekommen. Noch eine bestimmte Zeit waren sie im Krankenhaus. Dann sind sie raus und sind weiterhin ihren Geschäften nachgegangen. Das Leben ging weiter. Aber der eine war von denen glücklich, der andere nicht. Und der andere nicht. Что произошло? Почему? Was passiert? Was ist passiert? Und wieso ist das so? В чем была разница между этими людьми? Хотя ведь ничего не изменилось у них. Wo war der Unterschied zwischen diesen beiden Menschen? Denn es hat sich ja im Grunde genommen nichts verändert. Ну, как раньше у них был бизнес, но остался он также, окей. So wie früher haben sie ihr Geschäft gehabt, so hatten sie das nach wie vor. В принципе, они же ничего не потеряли. Im Prinzip haben sie nichts verloren. Смотрите, один бизнесмен, schaut her, ein Geschäftsmann, всю оставшуюся жизнь, hat sein restliches Leben, он жалел и ворчал, что, ну, мол, типа упустили такие возможности. Er hat bedauert und hat genörgelt, dass sie solche Möglichkeiten ausgelassen haben bzw. verloren haben. Да, он стал таким злым и завистливым. Er wurde zu so einem Neider, zu so einem bösen Neider. А второй,
Und der andere до конца жизни благодарил Бога за, за еще один шанс. Hat bis zum Ende seines Lebens Gott gedankt, dass er noch eine Chance bekommen hat. Бог сохранил ему жизнь. Dass Gott sein Leben ihm bewahrt hat. И вот совместный бизнес как-то не пошел дальше. Und das gemeinsame Geschäft ging dann irgendwie nicht mehr gut weiter. Да, и каждый из них пошел своей дорогой. Und jeder von ihnen ist seinen eigenen Weg gegangen. Вот только первый. Aber der Erste, как бы он ни старался, egal was er auch versucht hatte, он все равно не смог расшириться. Er konnte sein Geschäft nicht erweitern. А второй, aber der andere, он просто жил. Der hat einfach gelebt. И даже без какого-то особого напряжения. Sogar ohne eine besondere Anstrengung. Он видел новые возможности и использовал их. Er sah neue Möglichkeiten und hat sie auch gebraucht und benutzt. Im Resultat он стал еще успешнее. Und im Resultat ist noch erfolgreicher geworden. Да. Вы понимаете? Versteht ihr? Благодарному человеку добро, оно как бы течет рекой в его жизни. Einem Dankbaren fließt die Dankbarkeit irgendwie wie ein Fluss in sein Leben hinein. А неблагодарный, ворчливый. Aber der Mensch, der undankbar ist und der die ganze Zeit nur nörgelt, он теряет даже то, что он имеет. Er verliert sogar das, was bereits besitzt. Каждый человек испытывает когда-нибудь позитивные и негативные эмоции, правда? Jeder Mensch in seinem Leben erfährt positive und negative Gefühle. Wir sind ja Menschen. Ну согласитесь, все мы знаем, как влияют на нас негативные эмоции, правда? Aber stimmt mir bitte zu, wir wissen doch alle, wie negative Emotionen auf uns Einfluss nehmen können. Этот негатив еще никогда никого не сделал счастливым. Das Negative hat noch niemanden bis heute glücklich gemacht. И наоборот. Und umgekehrt, когда ты настраиваешься на позитив, wenn du auf das Positive dich einstellst, когда ты стараешься видеть то, что, концентрироваться на том, что у тебя есть, wenn du versuchst, dich darauf zu konzentrieren, was du bereits hast, не на том, чего у тебя нет, nicht auf das, was du nicht hast, но что у тебя есть, sondern was du hast, тогда все становится легко и просто. Dann wird alles einfacher. И проблемы решаемы, правда? Und die Probleme lösen sich, nicht wahr? И вот если человек чувствует себя паршиво, und wenn der Mensch sich richtig dreckig fühlt, что это значит? Was bedeutet das? Это значит, что он позволил, es bedeutet, dass er erlaubt hat, негативным, ядовитым мыслям пропитать его, den negativen, giftigen Gedanken sich Platz zu nehmen, заполнить его. Und das aufzufüllen. И если он пойдет на поводу у них, und wenn er ihnen nachgeht, тогда они просто отравят его. Dann werden sie ihn komplett vergiften. Этот человек будет во всем видеть недостатки. Dieser Mensch wird überall nur Mängel sehen. Вокруг одни недостатки. Überall nur Negatives. Все козлы неудачники. Alle sind Loser, alle sind Flaschen und Deppen. И таким образом он все больше и больше подпитывает свое недовольство. Und auf diese Weise nährt nur noch mehr das sein negatives Denken. Его характер портится. Sein Charakter wird schlechter. Вы знали, что характер он такой мягкий, гибкий? Habt ihr schon gewusst, dass Charakter so biegsam ist und so zerbrechlich? Да, и в течение жизни его характер может меняться, даже не один раз. Und im Laufe des Lebens kann sich der Charakter nicht nur einmal verändern. Все зависит от того, alles hängt nur davon ab, что мы впускаем в свое сердце, в свою голову. Was wir alles so in unser Herz und in unsere Gedanken reinlassen. И вот такой человек. Und so ein Mensch с негативом, mit Negativem, он не понимает, что он отталкивает это добро от себя. Er begreift nicht, dass das Gute von sich ablehnt oder abstößt. Которое он так жаждет, но он отталкивает от себя это. Was er sich so sehr so gerne oder sehr wünscht, er lehnt das ab oder вот er stößt das ab. Возможности, они уходят от него. Diese neuen Möglichkeiten, die gehen weg von ihm. И знаете, оказывается, und wie sich herausstellte, такой человек он даже не способен принимать любовь. Dass so ein Mensch nicht einmal fähig ist, die Liebe anzunehmen. Как от человека, так и от Бога. Wie vom Menschen, so auch von Gott. Я уже не говорю, насколько не сладко жить рядом с таким человеком. Ich davon zu schweigen, wie unmöglich es oder wie schrecklich es mit so einem Menschen zusammenzuleben. Да. Библия говорит, притчи 21:19. Die Bibel spricht und sagt uns aus Sprüche 21:19. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою или мужем сварливой и сердитой. Lieber in einer einsamen und trostlosen Wüste leben, als mit einem launischen als mit einer launischen Frau oder einem launischen Mann, die ständig nörgeln. Да, согласна. Stimmt ihr mir согласна. Zu? Согласна. Okay. Знаете, есть такой анекдот.
Es gibt so einen Witz. Один человек идет на работу утром. Ein Mann geht in der Früh in die Arbeit. Не знаю, может, не с той ноги встал. Vielleicht ist er mit falschem Fuß aufgestanden. Вот идет и ворчит. Also geht er so in die Arbeit und nörgelt so vor sich hin. Да. Жена стерва. Die Frau ist eine Zicke. Квартира дрянь. Meine Wohnung ist scheiße. Соседи идиоты. Die Nachbarn sind Vollidioten. Начальник зверь. Der Chef ist absoluter. Денег нету. Schlechter Mensch. Ich habe kein Geld. Да. И вот ангел идет, так за ним записывается. Und der Engel läuft hinter ihm her und notiert alles. Oh, каждый день одни и те же желания. Und er sagte, oh, jeden Tag sind dieselben Wünsche. Опять придется это исполнять. Schon wieder muss ich das immer füllen. Вы понимаете, да? Versteht ihr mich? Слова могут стать материальными. Denn die Worte können sich materialisieren. Вот то, что ты желаешь. Also das, was du dir so wünschst. Практически, да, ты это провозглашаешь, ты это желаешь, im praktischen Sinne, du proklamierst das, du sprichst das ja aus, du wünschst es dir. Оно приходит в твою жизнь. Und es kommt in dein Leben hinein. И наоборот. Und umgekehrt auch. Когда ты культивируешь себе положительные эмоции. Wenn du positive Emotionen in dir kultivierst. Положительные, окрыляющие тебя мысли. Positive, beflügelnde, oder die dich beflügeln, Gedanken. Когда ты kultivierst, wenn du suchst, за что ты можешь быть благодарным? Wofür du dankbar sein kannst? Ты просто не сможешь быть несчастным. Dann ist es unmöglich, unglücklich zu sein. Да, и чем больше. Und je mehr. Ты замечаешь вот эти приятные мелочи в твоей жизни. Bemerkst du diese angenehmen kleinen Dinge in deinem Leben? Тем больше ты наполняешься благодарностью. Desto mehr erfüllst du dich mit der Dankbarkeit. И тем больше положительных эмоций. Und desto mehr kommen positive Emotionen in dein Leben hinein. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, zu beobachten und zu bemerken, welche Gedanken dich so erfüllen. Welche Gedanken lässt du zu? Иногда полезно расслаблять свой разум. Manchmal ist es sehr ratsam, seinen Verstand zu entmüllen. Знаете, как написано? Wie es geschrieben steht, что мысли в сердце человека глубокие воды, да? Dass die Gedanken des Menschen, die Gedanken des Menschen in seinem Herzen sind wie tiefe Wasser. Но человек разумный вычерпывает их. Und ein vernünftiger oder ein kluger Mensch, der schöpft sie raus. Итак, also, если ты будешь фиксироваться на худшем, wenn du dich auf dem Schlechteren fixierst, тогда к тебе будет притягиваться негативное. Dann wird auch das Negative angezogen. И ты сам начинаешь деградировать. Und du selbst persönlich fängst zu degradieren. А если ты начинаешь фиксироваться на лучшем, und wenn du dich auf dem Besseren fixierst, то и сам ты становишься лучше. Das bedeutet, dass du selber besser wirst. Ты окружаешь себя добром. Du umgibst dich mit dem Guten. И это лучше, оно течет к тебе. Und dieses Bessere, dieses das Gute, das fließt zu dir. И ты становишься успешнее. Und du wirst erfolgreicher. Okay. Okay. Знаете, мы начинаем ценить, что-то ценить, когда мы это теряем. Wisst ihr, wir fangen an, das zu schätzen, was wir verlieren. Почему я должен благодарить за проблемы? Wieso soll ich für die Probleme dankbar sein? Зачем мне благодарить за мою старую машину, которую я больше ремонтирую, чем езжу? Wozu soll ich Gott dankbar sein für ein Auto, für mein altes Auto, was ich mehr repariere als fahre? Потому что проблемы делают тебя выносливее, сильнее. Weil die Probleme dich widerstandsfähiger machen und stärker. В проблемах есть новые возможности. In den Problemen stecken neue Möglichkeiten. Потому что эту машину, на которую ты больше ремонтируешь, чем ездишь, weil du dieses Auto, was du mehr reparierst als fährst, да, оно позволяет тебе больше времени проводить с твоим сыном. Es erlaubt dir mehr Zeit mit deinem Sohn zu verbringen. Потому что вы ремонтируете ее вместе. Weil ihr gemeinsam das Auto repariert. А иначе у тебя просто не было бы времени для твоего сына. Ansonsten hättest du gar keine Zeit für deinen Sohn. Знаете, это воля Божья для нас. Wisst ihr, es ist der Wille Gottes für uns. Быть благодарными. Dankbar zu sein. Вот люди спрашивают, ну, как мне узнать волю Божию? Как мне узнать волю Божию? Если die Menschen fragen manchmal, ja, wie soll ich den Willen Gottes erkennen? Да вот, воля Божия, мы прочитали только что. Wir haben doch jetzt gerade den Willen Gottes gelesen. Быть благодарными за все. Sich zu freuen und dankbar zu sein für alles. И за плохое, и за хорошее. Wie für das Schlechte, wie auch für das Gute. Просто во всем этом надо увидеть Бога. Man soll einfach in dem Ganzen Gott sehen. Ну как в этом увидеть Бога? Aber wie kann man Gott darin sehen? Вот когда ты пропал какую-то проблему. Wenn du in irgendein Problem reingeraten bist. И молишься тогда.
und du betest dann, Господь, покажи мне эту ситуацию. Herr, zeige mir diese Situation. Так, как ты ее видишь. So wie du sie siehst. Покажи мне, что я могу здесь сделать. Zeige mir, was ich da selber tun kann. Как я могу вот из этой ситуации выйти победителем? Wie kann ich aus dieser Situation als ein Sieger herauskommen? Я уверен, что Бог покажет тебе это. Und ich bin mir sehr sicher, dass Gott das dir zeigen wird. Вы замечали, что благодарные люди, habt ihr schon bemerkt, dass dankbare Menschen, они ведут какой-то особый образ жизни. Sie führen so einen besonderen Lebensstil. Да, они всегда рады тому, что у них есть. Sie sind immer froh, das, was sie haben. У них меньше стресса. Sie haben weniger Stress. Хотя они так же живут, как и все мы. Obwohl sie genauso leben, wie wir alle so. Сталкиваются с теми же проблемами. Sie haben genau dieselben Probleme. Но у них реакция другая. Aber sie haben andere Reaktion darauf. И поэтому у них меньше стресса. Deswegen haben sie auch weniger Stress. Они очень выборочно окружают себя людьми. Sie wählen ganz genau aus, mit welchen Menschen sie zu tun haben. Они охраняют свою эмоциональную территорию. Sie verteidigen oder sie beschützen ihr emotionales Territorium. Да, и они живут осознанно. Und sie leben bewusst. Вы знаете, быть счастливым – это совсем не трудно. Wisst ihr, glücklich zu sein ist nicht so schwer. Это не трудно. Das ist nicht so schwer. Просто начинай замечать в своей жизни вот эти мелочи. Fange einfach an, in deinem Leben diese Kleinigkeiten zu bemerken. За что ты можешь быть благодарным? Wofür du dankbar sein kannst. Начинай испытывать вот эту радость и восхищение. Fange an, diese Freude zu spüren und diese Begeisterung. От того, что тебя окружает. Davon, was dich umgibt. Сознательно. Aber bewusst. Понимаете меня? Versteht ihr mich? Библия много говорит о благодарности, неблагодарности. Bibel spricht sehr viel von Dankbarkeit und Undankbarkeit. Давайте мы одну историю прочитаем. Lass uns mal eine Geschichte mal vorlesen. Луки 17, 11 по 19 стих. Das ist in Luka 17, 11 bis 19. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. И один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samaria nach Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm 10 Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen: «Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns!» Er sah sie an und forderte sie auf: «Geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid!» Auf dem Weg dorthin wurden sie geheilt, gesund. Eine von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Er war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte: «Waren es nicht 10 Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen 9? Wie kann es sein, dass nur eine zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken, noch dazu ein Fremder?» Zu dem Samariter aber sagte er: «Steh auf, steh wieder auf, dein Glaube hat dich geheilt.» Мы не знаем, что значит быть прокаженным. Wir wissen nicht, wie es sein kann, dass man so Lepra hat und aussätzig ist. Diese Krankheit ist heutzutage nicht so verbreitet wie zu Zeiten von Jesus. Sie kann heute gut behandelt werden. Aber zur damaligen Zeit wurden die Aussätzige isoliert von der Gesellschaft, weil diese Krankheit schrecklich ansteckend war. Man konnte sich anstecken sogar von einem Stein, wo der Aussätzige vorher gesessen war. Поэтому прокаженные, они должны были кричать: «Нечист, нечист!» Deswegen mussten die Aussätzige immer schreien: «Ich bin unrein, ich bin unrein!» И люди все разбегались. Und die Menschen liefen dann sofort von ihnen weg. Вы знаете, это было очень унизительно. Wisst ihr, es war sehr erniedrigend. Мало того, что эти люди страдали от постоянных болей. Diese Menschen haben sehr gelitten von ihren Schmerzen. Они также были отторгнуты от общества, были отверженными. Aber die waren sogar abgelehnt von der Gesellschaft.
noch hinzu. Sie wurden abgelehnt und abgelehnt. Sie wurden abgetrennt von ihren Verwandten, von ihren Menschen, die sie geliebt haben. Man verfolgte sie, man hat sie verflucht. Sie wurden gesteinigt. Man hat sie angespuckt. Sie waren für die Menschen wie Müll. Конечно, бывало иногда, что проказа отступала. Natürlich waren solche Fälle, wo der Aussatz geheilt wurde. Но это было исключение. Aber das war eine Ausnahme. И вот прокаженные люди. Also aussätzige Menschen. Они были обречены умирать в одиночестве. Sie waren dazu verurteilt, praktisch in der Einsamkeit zu sterben. И вот в этой истории. Und in dieser Geschichte. Мы читаем, что Иисус проходит мимо Самарии. Lesen wir, dass Jesus an Samarien vorbeigeht. И он видит прокаженных. Und er sieht diese Aussätzigen. Вот они в отчаянии кричат ему. Und die in ihrer Verzweiflung schreien sie zu ihm. Знаете, в библейском понимании, wisst ihr, in der biblischen Verständnis, проказа, она часто сравнивается с духовной болезнью сердца. Wird der Aussatz oft verglichen mit dem, ich höre das, mit духовной болезнью сердца. Mit der geistlichen Krankheit des Herzens verglichen. Которая поражена грехом. Das durch die Sünde infiziert ist. И вот нечто подобное наш Господь видит каждый день. Und etwas Ähnliches sieht unser Herr jeden Tag. Наш мир, он порабощен грехом. Denn unsere Welt ist versklavt durch die Sünde. Страданием. Durch die Leiden. Болью, смертью. Mit Schmerz, mit Tod. И Господь видит. Und der Herr sieht es. Не 10 прокаженных. Er sieht nicht nur 10 Aussätzige. Не сотню. Nicht 100. Миллиарды. Sondern Milliarden von Menschen. Миллиарды. Milliarden von Menschen. Знаете, я думаю. Und wisst ihr, ich denke mir so. Какая милость Божья. Was für eine Gnade Gottes das ist, dass Jesus in unsere Welt damals gekommen ist, um uns alle zu heilen und uns diese Möglichkeit zu geben, vom Vater angenommen zu werden, in seine liebenden Hände, damit wir niemals mehr abgelehnt werden, damit wir unsere Ewigkeit in seine Umarmung verbringen können. Давайте мы прославим его. Lass uns Gott dafür danken. Okay. И вот здесь эти 10 прокаженных. Also diese 10 Aussätzige hier. Они услышали об Иисусе. Sie haben über Jesus gehört. И они пришли, чтобы попытать своего счастья. Und sie sind gekommen, um nach ihrem Glück vielleicht zu finden. Иисус, наставник, помилуй нас. Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. В этом была вся их надежда. In dem war die ganze Hoffnung. Иисус жалился над ними. Jesus hat sich erbarmt über sie. Говорит, идите, покажите священникам. Und sagte, geht zu den Priestern und zeigt euch ihnen. И вот когда они шли, они заметили. Und auf dem Weg haben sie bemerkt, что они исцелились. Dass sie geheilt worden sind. Что они исцелились. Dass sie komplett gesund worden sind. Как они были шокированы. Könnt ihr euch vorstellen, wie schockiert sie waren? Они были обреченными. Sie waren verurteilt. И они исцелились. Und sie wurden geheilt. Какое счастье, какая радость их объяла. Was für ein Glück und was für eine Freude hat sie erfüllt. Они смогут возвратиться домой к своим близким. Sie können wieder zurückkommen zu ihren Lieben. Они могут видеть, как растут их дети. Sie können sehen, wie ihre Kinder wieder они aufwachsen. Они могут общаться со своими родными и друзьями. Sie können mit ihren Freunden Gemeinschaft haben, mit они ihren Verwandten. Они смогут ходить в храм. Sie können wieder in den Tempel gehen. И жить, как все нормальные люди. Und weiterleben wie alle normalen Menschen. Они практически воскресли из мертвых. Sie sind praktisch von den Toten auferstanden. Wow! 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 Они заметили, что они исцелились. Sie haben bemerkt, dass sie geheilt worden sind. Но оказывается. Aber wie es sich herausstellte. Никто из них не возвратился к Иисусу поблагодарить, кроме одного. Keine kehrte zurück zu Jesus, um Dankbarkeit auszusprechen, außer dem einen. Die Bibel говорит, почему-то упоминает текст, что он был самарянином. Und die Bibel aus irgendeinem Grund bemerkt, dass nur einer dieser Mann aus Samarien war. Мы в прошлый раз слышали историю про самарянку у колодца, помните? Wir haben ja schon eine Geschichte über die Samariterin, über die Frau, die am Brunnen war, gehört. Да, и вот, то есть опять самарянин. Und schon wieder ein Samariter.
И опять мы читаем, und wieder lesen wir, что самарянин оказался достойнее сынов Израиля. Dass ein Samariter würdiger sich verhalten hat als die Söhne des Israels. И именно он прославил Иисуса как Бога. Und genau er hat Jesus als Gott gepriesen. Он прославил Бога так, как полагалось, прославить в первую очередь израильтянам. Er hat Gott so gepriesen, als so wie eigentlich die Söhne von Israel das hätten tun müssen. Не знаю, может быть, иудеи воспринимали все как должное, я не знаю. Vielleicht haben damals die Juden alles als gegeben angenommen. Да, а самаритяне, может быть, они принимали это как милость Божию. Aber die Samariter haben das als die Gnade Gottes angenommen. Но одни не прославили. Aber die einen haben Gott nicht geehrt und nicht gedankt. А самаритянин прославил. Und ein Samariter hat ihn geehrt. Профессор Роберт Иммонс. Ein Professor namens Robert Immons. Он исследовал человеческую благодарность. Er hat menschliche Dankbarkeit mal erforscht. И он провел такой интересный эксперимент. Er hat so einen interessanten Experiment durchgeführt. 192 студента. 192 Studenten. Были разделены на три группы. Wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Одна группа была благодарных. Die eine Gruppe waren die Dankbaren. Вторая группа ворчунов. Die zweite Нёргля. А третья так по настроению. Und die dritten so nach ihrer Stimmung so gerade. И вот эти студенты должны были в течение 10 недель. Und diese Studenten mussten innerhalb der 10 Wochen целенаправленно думать. Zielführend so denken. Первая группа, за что они могут быть благодарными? Die erste Gruppe, wofür sie dankbar sein können. Вторые, что их раздражает? Die zweiten, was sie so reizt und ärgert. Но третья по настроению. Und die dritte so nach ihrer Stimmung. И параллельно к этому, und parallel dazu, они должны были фиксировать, mussten sie fixieren, какие чувства, welche Gefühle, и как часто их одолевают, und wie oft sie übermannen. Ну, там, покой, эмоциональный подъем, zum Beispiel emotionale Stärke oder Stille oder Ruhe, расстройство или депрессия, oder umgekehrt Depression oder Niedergeschlagenheit, наоборот, может быть, бодрость, oder umgekehrt vielleicht, dass sie ermutigt sind. Вот, и они должны были записывать, также und sie записывать mussten, все возникающие физические ощущения. Und sie mussten auch parallel noch alle physischen Gefühle oder das, was so вот, недомогание, может быть, какие-то. So auf sie kommt physisch, also wie sich das so zeigt physisch. Не только свои чувства, ощущения. Also nicht nur ihre, nicht das, was sie spüren, was sie physisch fühlen. Головная боль, например. Aber sogar physisch, zum Beispiel, ob sie Schmerzen haben. Да, ну так далее. So ähnlich. И через 10 недель. Und nach 10 Wochen. Были следующие результаты. Haben sie folgende Ergebnisse. Смотрите, группа благодарных. Die Gruppe des Dankbaren. Отметила. Haben bemerkt. Минимальное количество недомоганий. Minimale Anzahl an Krankheiten oder an schwachen Fällen. Они чувствовали себя физически и эмоционально здоровее. Sie haben sich physisch und emotional viel gesünder gefühlt. Они были активнее. Sie waren aktiver. И жизнерадостнее. Und auch lebensfroher. Им легче было справляться с поставленными целями и делать свою работу. Es ist ihnen leichter gefallen, die Aufgaben, die sie bekamen, zu erfüllen. А в дальнейших исследованиях und in den weiteren Forschungen было даже обнаружено способность человеческого организма к исцелению. Wurde sogar festgestellt, dass sie die Fähigkeit bekommen haben, dass praktisch sie selbst geheilt worden sind oder когда? Dass sie sich selbst halten konnten. Когда? Als когда люди настраивались на благодарность. Als die Menschen sich auf die Dankbarkeit eingestellt sind, haben. Когда они концентрировались не на своих проблемах. Wo sie sich nicht auf ihre Probleme konzentrierten. А на том, что они имеют. Sondern auf das, was sie haben. И могут ценить. Und können schätzen. Окей, вторая группа. Okay, die zweite Gruppe. Думающая о том, что их раздражает. Die darüber nachdachte, was sie so ärgert. Да, они боролись с депрессией. Die kämpften gegen Depressionen. Часто страдали расстройством желудка. Oftmals hatten sie Magenschmerzen. Были нервными. Waren nervös. И страдали от недостатка общения. Und haben gelitten, weil ihnen die Gemeinschaft gefehlt hat. Еще обнаружилось. Und man hat noch herausgestellt, что неблагодарные люди чаще теряют память, чем благодарные. Dass die undankbaren Menschen öfters mal Gedächtnis verlieren als die dankbaren. Третья группа. Die dritte Gruppe. Те, что по настроению у нас были. Die so nach ihrer Laune und Stimmung gehandelt haben.
Они испытывали эмоциональную нестабильность. Die haben gespürt, dass sie emotional unstabil waren. Неуверенность и неудовлетворенность. Unsicherheit und Unzufriedenheit. Они не могли концентрироваться на целях. Sie konnten sich nicht auf ihre Ziele konzentrieren. А некоторые отметили, und manche haben sogar bemerkt, что ощущали чувство потерянного времени или чего-то важного в жизни. Dass sie so ein Gefühl hatten, etwas Wichtiges zu verpassen und dass sie ihre Zeit verschwenden. Ну, вывод можно сделать, правда, очевидно also, здесь. Also man kann hier sichtbare Ergebnisse sehen. Гораздо выгоднее и приятно быть благодарным. Es ist wesentlich vorteilhafter, dankbar zu sein. И здоровее будешь. Und es ist, du wirst auch gesünder. И проще все будет в жизни. Und es wird alles viel, viel einfacher in deinem Leben. Okay, что мы сегодня выбираем? Okay, was wählen wir heute? Благодарность. Dankbarkeit. Okay. Okay. Вот возвращаясь к нашей истории. Also wir kehren wieder zu unserer Geschichte zurück. Из 10 исцеленных 9 человек не возблагодарили Бога. Von den 10 gehalten haben 9 Gott nicht gedankt. Вы знаете, наш Бог. Wisst ihr, unser Gott, он такой милостивый, такой щедрый. Er ist so großzügig und so gnädig. Что даже неблагодарному человеку. Dass sogar einem undankbaren Menschen. Он может дать свой дар. Er auch eine Gabe geben kann. Как этим 9. Wie diesen 9. Но. Aber. Благодарный получает больше. Aber ein Dankbarer bekommt viel, viel mehr. Он получает больше. Er bekommt viel, viel mehr. Вы знаете, Бог, он не требует, чтобы мы его благодарили. Wisst ihr, Gott verlangt von uns nicht, dass wir ihm danken. Но он радуется. Aber er freut sich. Когда мы это делаем. Wenn wir es tun. И он использует нашу благодарность. Und er gebraucht unsere Dankbarkeit. Чтобы еще больше благословить нас. Um noch mehr uns zu segnen. И знаете что? Und wisst ihr was? Благодарность. Dankbarkeit. Есть также доказательством любви. Ist auch ein Beweis der Liebe. Когда любишь, wenn du liebst, тогда ценишь, dann schätzt du, тогда благодарен, und dann bist du auch dankbar. Благодарные христиане, dankbare Christen, больше возрастают в познании Господа. Wachsen viel mehr im Erkennen des Herrn in ihrem Leben. Ihnen ist mehr offenbar. Ну, логично, правда? Es ist logisch, nicht wahr? Ну, как бы благодарному человеку сердце больше открывается. Denn bei einem dankbaren Menschen ist das Herz viel, viel weiter geöffnet. Нам больше нравится общаться с позитивными людьми, чем с негативными, правда? Uns gefällt doch viel mehr mit positiven Menschen sich zu unterhalten als mit negativen, nicht wahr? Касается это Бога или человека. Ob das Gott ist oder ob das Mensch ist. Мы больше открыты для благодарных людей. Wir sind viel, viel offener für die Menschen, die dankbar sind. И хочется больше, больше что-то делать для таких людей. Und man möchte noch mehr für solche Menschen tun. Mm-hmm. Благодарное сердце. Ein dankbares Herz. Видит дальше и больше. Sieht viel mehr und viel weiter. Смотрите, вот этот 10-й прокаженный, который исцелился. Schaut her, dieser 10. Aussätzige, der geheilt worden ist. Который пришел. Поблагодарить Иисуса. Der gekommen ist, um Jesus zu danken. Он увидел не просто исцеляющего пророка. Er hat nicht nur einfach einen Propheten gesehen, der ihn geheilt hat. Он Бога увидел. Sondern er hat Gott in ihn gesehen. Он милость Божью увидел. Er hat das Erbarmen und die Gnade Gottes gesehen. Он не просто пришел сказать спасибо. Der ist nicht nur einfach gekommen und gesagt Dankeschön. Он пал ниц, мы читаем. Sondern er steht geschrieben, dass er sogar niederkniete. Он не просто выразил свою благодарность. Er hat nicht nur einfach seine Dankbarkeit ihm ausgedrückt, sondern er kniete vor ihm nieder. Und прославил Иисуса как Бога. Und hat Jesus als Gott gepriesen. Und Иисус сказал ему слова. Wisst ihr, Jesus sagte zu ihm solche Worte, которые не так часто говорил. Die er nicht so oft gesagt hat. Хотя он много людей исцелял. Obwohl er sehr viele Menschen damals heilte. Но ему Иисус сказал. Aber Jesus sagte zu ihnen. Встань. Zu ihm, steh auf. Вера твоя спасла тебя. Dein Glaube hat dich geheilt. Вера твоя спасла тебя. Dein Glaube hat dich geheilt. Не просто будь исцелен. Nicht nur einfach sei geheilt. Он говорит, ты спасен. Sondern du bist gerettet. Ты спасен. Du bist gerettet. Und смотрите, благодарность. Schaut hier, die Dankbarkeit. Ведет к спасению души. Sie führt zur Errettung deiner Seele. Неблагодарный человек. Ein undankbarer Mensch. Он приписывает все достижения себе. Er rechnet alles, was so erreicht hat, sich selbst an. Я заработал. Ich habe das verdient. Я сделал. Ich habe das gemacht.
в таком человеке есть вера только в себя. In so dem Menschen steckt nur der Glaube an sich selbst. Он не видит Бога, который дает ему силу все это сделать. Er sieht nicht Gott, der ihm die ganze Kraft gibt, um das Ganze überhaupt zu schaffen. Ему Бог не нужен. Gott, er braucht den Gott nicht. Вот неблагодарный человек. Ein undankbarer Mensch. Он может упустить свое спасение. Er kann sogar seine Rettung verpassen. Я думаю, каждый из нас, ich denke, jeder von uns, когда-либо сталкивался с неблагодарностью, hat ab und zu mal Undankbarkeit in seinem Leben erlebt. И был разочарован в людях. Und war enttäuscht in den Menschen. Это больно. Das tut weh. Хотя у нас сегодня полно страховок. Obwohl wir heute so viele Versicherungen haben. Но никто из нас не может застраховать себя от боли. Aber keiner kann sich von dem Schmerz der Undankbarkeit versichern. Schaut her, Jesus Christus. Er hat hier auch die Undankbarkeit gesehen und war enttäuscht. Und wie traurig ist er geworden von diesen Menschen, die undankbar waren. Настолько он обрадовался одному благодарному. So viel hat er sich aber gefreut an dem einen, der dankbar war. Твоя и моя благодарность. Deine und meine Dankbarkeit. Это то, что радует Господа. Das ist das, was den Herrn erfreut. Это то, что радует Господа. Das ist das, was den Herrn erfreut. Знаете, в этом мире так много всего, что его огорчает. Wisst ihr, es gibt so viel auf dieser Welt, was ihn traurig macht. Und давайте мы будем его чаще радовать. Lass uns ihn öfters mal erfreuen. Скажи аминь. Sag mit mir amen. Okay. Мы знаем, okay. как это сделать. Wir wissen, wie wir es tun können. Мы знаем, как мы можем обрадовать Господа. Wir wissen, wie wir den Herrn erfreuen können. Okay. Еще okay. буквально вот для нашего отрезвления. Und jetzt noch wortwörtlich für unseren Wachsein. Да, я приведу немного статистики. Ich will jetzt ein bisschen was aus der Statistik vorlesen. Вы знали, что? Habt ihr gewusst? 700 Миллион человек в мире. Dass auf der Welt 700 Millionen Menschen каждый день, jeden Tag, ложатся спать голодными. Gehen hungrig zu Bett. Каждый день умирают Tag, от голода. Sterben Menschen vor Hunger. Каждый день. Jeden Tag. Умирают от голода. Sterben Menschen vor Hunger. Около 17 тысяч человек. Um die 17.000 Menschen. Вчера и сегодня. Gestern und heute. Каждый день. Jeden Tag. 1,6 миллиардов человек. 1,6 Milliarden Menschen. Не имеют элементарных условий для нормального проживания. Haben sogar keine normalen Wohnmöglichkeiten. Среди них. Unter ihnen. 100 Millionen человек бездомных. 100 Millionen Menschen sind obdachlos. 100 Millionen. 100 Millionen. Около 800 Millionen человек. Um die 800 Millionen Menschen. Не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Haben keinen sicheren Zugang zum Wasser. А мы сегодня все еще ропщим. Aber wir nörgeln heute nach wie vor. Чем-то недовольны. Wir sind immer noch was unzufrieden. Денег мало. Zu wenig Geld. Квартира, соседи. Wohnung, Nachbarn. Знаете, мы утром встали. Wisst ihr, wir sind in der Früh aufgewacht. Глаза открыли. Wir haben die Augen aufgemacht. Руки, ноги двигаются. Unsere Beine, unsere Arme, die bewegen sich. Глаза смотрят. Die Augen sehen. Даже где-то закололо, заболело. Wenn er irgendwo Schmerz hast. Набрал телефонный номер, пошел к врачу. Dann wählst du die Nummer vom Arzt und gehst zum Arzt. Тебе страховка. Du hast eine Versicherung. Ты получил свою помощь. Du hast deine Hilfe bekommen. Ты приходишь домой. Du kommst nach Hause. Ты заваливаешься на свой диван. Du legst dich auf deine Couch. Включаешь свой телевизор. Machst deinen Fernseher an. Ну, то, что делают обычно люди, да? Was machen denn die Menschen normalerweise? Идешь к холодильнику. Dann gehst du zu deinem Kühlschrank. Открываешь его. Machst deinen Kühlschrank auf. И думаешь, что бы мне съесть? Und denkst dir so, was kann ich jetzt Leckeres essen? На что мне сейчас есть аппетит? Auf was habe ich jetzt überhaupt Lust? Ты открыл Kran. Du hast einen Kran aufgemacht, den Wasserhahn. Вода потекла. Das Wasser fließt. Иногда забываешь даже закрыть. Manchmal vergisst du sogar, говоришь diesen Wasserhahn zuzumachen. Oder du redest am Telefon. Aber das Wasser fließt weiter. Вот закрыл, никогда не кончится.
Ob ich jetzt aufmache oder zumache, es geht doch sowieso nie aus. Знаете, когда я читаю такую статистику, wisst ihr, wenn ich so eine Statistik lese, вот эти обыденные вещи, которые для нас сами собой разумеющиеся, diese Alltagsdinge, die für uns so selbstverständlich sind, ты начинаешь понимать, du fängst an zu begreifen, такое огромное количество человек, dass so eine Riesenmenge an Menschen, не имеет вот этих элементарных вещей, которые мы сегодня даже не замечаем, haben diese elementare Dinge, die wir gar nicht, die haben sie nicht, was wir normalerweise haben. Благодарить Бога. Und wir vergessen Gott dankbar zu sein. Что мы смогли вот этого всего избежать. Dass wir all das umgehen konnten. Забываем благодарить Бога. Wir vergessen Gott zu danken dafür. За все мелочи, которые мы читаем, они нам принадлежат. Für all diese Kleinigkeiten, über die wir lesen, aber die uns gehören. Это отрезвляет. Und das bringt uns, das macht uns wach. Und nüchtern. Und am Schluss хочу прочитать еще из Филиппийцам 4, 6-8 стих. Will ich aus Philippa 4 die Verse 6 bis 7 lesen? Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unsere Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich wünsche uns allen, mehr Gründe zu suchen und zu finden, wo wir Gott dankbar sein können. Und euer Leben soll besser und besser werden. Könnt ihr euch erinnern, wie wir davon zu Beginn gelesen haben, gesprochen haben? Жизнь — это 10% того, что с нами случается. Also über dieses Zitat, also 10% ist das, was mit uns passiert. И 90% нашего отношения. Und 90% ist hängt von unserer Haltung dafür. Поэтому давайте будем больше благодарить. Deswegen lass uns mehr danken. Давайте признаем неблагодарность грехом. Lass uns die Undankbarkeit als eine Sünde sehen. Мы просто изменим наше мышление. Und werden einfach unsere Denkweise verändern. И наше отношение тем мелочам, которые окружают und unsere Haltung zu diesen Kleinigkeiten, was uns so umgeben. С каждым днем просто мы будем видеть и замечать, за что мы можем быть благодарны. Und wir werden Tag für Tag bemerken, was uns so Gutes umgibt. Давайте мы встанем. Lass uns aufstehen. И сейчас просто подумай, за что я могу быть благодарным. Und denke mal jetzt nach, für was du jetzt dankbar sein kannst. Немножко возьмем времени. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit. Ты помолись с Богом, поговори с ним. Sprich mal du mit ihm. Okay. Okay. Спасибо, драгоценный наш Бог. Danke, unser wertvoller Herr. Что ты есть в нашей жизни. Dass du in unserem Leben bist. Что ты открыл нам твою истину, Господь. Dass uns deine Wahrheit offenbart hast. Мы спасены. Wir sind gerettet. Мы сегодня удачники, Господь. Wir sind heute Glückspilze. Да, Господь. Ja, мы Herr. Сегодня счастливы. Wir sind heute glücklich. Потому что ты открыл нам все двери. Weil du uns alle Türen geöffnet hast. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Ты наполняешь нашу жизнь. Du erfüllst unser Leben. Мы сегодня защищены. Wir sind heute von dir beschützt. Мы знаем, что ничего не случится с нами без твоей воли. Wir wissen, dass uns nichts passiert, was außerhalb deines Willens ist. Мы знаем, куда нам стучать. Wir wissen, wohin wir klopfen können. И мы знаем, кто наш избавитель. Und wir wissen, wer unser Erlöser ist. И мы бесконечно благодарны тебе. Und wir sind dir unendlich dankbar, Herr. За все твои дары в нашей жизни. Für alle deine Gaben, für unser Leben. За благополучие в нашей жизни. Für das Wohlergehen, für unser Leben. За здоровье в нашей жизни. Für die Gesundheit, für unser Leben. За наших детей, Господь. Für unsere Kinder, Herr.
за наши возможности, Бог. Für unsere Möglichkeiten, за наш разум, Бог. Für unseren Verstand, Vater. Мы славим Тебя за Твое Слово, которое Ты нам дал. Wir danken Dir für das Wort, was Du uns gegeben hast. Мы прославляем Твое имя, Господь. Wir ehren Deinen Namen, Herr. Мы свое просим у Тебя прощения. Und wir bitten Dich heute um Vergebung. За нашу неблагодарность. Für unsere Undankbarkeit. За наш частый ропот. Für das, dass wir so oft murren und nörgeln. Когда мы недовольны часто, Господь. Wo wir oft so unzufrieden sind. Прости нас, Господь. Vergebe uns, Vater. Дай нам видеть, Боже. Herr, helfe uns zu sehen. То, что Ты нам даешь. Das, was Du uns gibst. То доброе, чем Ты наполняешь нашу жизнь. Das Gute, was Du in unser Leben reinbringst. Благослови нас, Бог. Segne uns, Vater. Чтобы у нас всегда было то, что мы могли давать другим. Dass wir immer etwas haben, was wir den anderen geben können. Благослови нас, Господь. Segne uns, Herr. И помоги нам. Und helfe uns. Быть светом и солью в этом мире. Das Licht und das Salz in dieser Welt zu sein. Чтобы не потерять свои силы. Um unsere Kraft nicht zu verlieren. Но светить. Sondern zu leuchten. Und besalzen diese Welt. Благослови, Господь, каждого из нас. Segne bitte jeden von uns, Herr. Спасибо, Бог. Danke, Gott. Ты принимаешь наши молитвы. Dass du unsere Gebete annimmst. Принимаешь наши благодарности. Unsere Dankbarkeit annimmst. Ты учишь нас. Und du lehrst uns. Изменяешь нас. Du veränderst uns. И ты ведешь нас от славы к славе. Und du führst uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. От силы в силу. Von Kraft zu Kraft. Ты учишь нас. Du lehrst uns. Мы благодарим Тебя. Wir sind dir so dankbar. Благодарим Тебя. Wir sind dir so dankbar, Herr. Alla gareserias. Hallelujah. Komara la deria la gradas. Holy ara la grada. Совершай, Господь, Твою работу в нашем Herr, сердце. Herr, vollbringe Deine Arbeit in unserem Herzen. Очисти наш разум. Reinige unseren Verstand. Дай увидеть, Господь. Herr, helfe uns zu sehen. Что захламляет нас? Lass uns sehen, was uns so vermüllt. Чтобы просто выкинуть этот негатив из своих мозгов. Damit wir einfach dieses Negative aus unserem Verstand rausschmeißen können. Мудрость твоя. Deine Weisheit. Пусть приходит. Soll kommen. Наше сердце. In unser Herz hinein. Мы поклоняемся тебе. Wir beten dich an. Amen. 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 Amen.